aufstehen, Zähne putzen, frühstücken, ist das hier meine nächste Arbeit. Wir haben es folgendermaßen gemacht, weil ich einfach, abgesehen davon, dass ich vielleicht auch nicht den Nerv nach 2 Stunden Auftritt habe, sondern einfach auch mal aus dem Aspekt, dass ich dann ultra fertig bin nach der Show und duschen, essen und hängen muss. Deswegen machen wir das jetzt einfach so, dass ich davor quasi, wenn der ganze Trubel nicht ist, an den Merchstand gehe und dann halt hier die Poster, CDs etc. unterschreibe, damit die, weil viele Menschen legen halt darauf Wert, dass sie sozusagen ein persönliches Andenken haben und das haben sie in dem Fall ja auch und das kommt ganz gut an, die mögen das und deswegen haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir das so machen. Wir sind hier gerade jetzt in der Halle angekommen, die zeigen wir euch mal ein bisschen, wir haben jetzt Soundcheck und führen euch mal ein bisschen rum. Ich trinke hier meinen schönen Ingwer-Tee. Wir haben gerade festgestellt, dass die Bühne größer ist als Freiburg selbst. Jetzt nicht wundern. Übertrieben gigantomatisch, wow. Oder? Wow. Wir haben hier eine Wette abgeschlossen. Wenn der Rapper Mittwoch King mehr als die Hälfte der Battles gewinnt, dürfen wir ihm seinen tollen Krausebart abschneiden. Genau, und wenn er nicht die Hälfte gewinnt, ne? Und heute werde ich das Ganze beeinflussen, ne? Dann werden wir bei ihm was abschneiden. Ne? Guck mal, du hier denkst immer nur meine Genitalien. Komm mal raus, lächeln. Yo, yo, einmal bitte lächeln. Yo, wir sind gerade in Freiburg aufgetreten. Und es war bis jetzt der geilste Auftritt, der letzte Auftritt dieses Jahr. Und wir feiern es so hart. Die letzte Auftritte war natürlich auch geil. Aber jetzt starten wir ins neue Jahr durch. Wir sind am 2.1. in München. Und dann wird wieder rasiert oder gefriedert goldet. Wer von euch schiebt auf dich? Ey, ey, wo sind die? Ey.